Was geht ab, YouTube? Sky Gaming ist hier am Start. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass du jetzt mal wieder dabei bist. Und heute habe ich was Besonderes Leckeres für euch im Gepäck. Und zwar ein Gameplay erspielt vom, ich hoffe, ich spreche diesen Namen jetzt richtig aus, Neziton aus der Sippe Fettsack and Friends. Der Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung. Und es ist ein astreines MW3 Gameplay. Herrschaft auf der Map. Wie hieß er nochmal? Interchange. Flawless Gameplay. Die Morb wird auf jeden Fall mitspielen und achtet mal bitte auf den Killfeed oder mal da rechts so, wer so welche Flaggen einnimmt oder ganz am Ende dann, wenn der Score zu sehen ist. Vielleicht erkennt ihr ja den ein oder anderen Namen von YouTube. Ja, möglich ist es, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ein geiles Gameplay mit der ACR erspielt. Zieht euch auf jeden Fall rein. Danach checkt den Kanal von Fettsack and Friends aus. Und guckt euch ein paar Videos an. Da ist unter anderem eine coole Knife-Mob zu sehen. Und ein bisschen anderes Kleinkrams-Gedöns. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Aber, wenn ich jetzt so wäre wie alle anderen YouTuber, würde ich jetzt sagen, aber das soll heute ja gar nicht das Thema sein. Aber weil ich anders bin, sage ich heute, aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Denn ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich wurde auch inspiriert. Und zwar vom Tomahawk to the Pain. Pam! Denn er hat vor kurzem ein Video rausgebracht mit dem Namen Scheiß Abonnenten, ja. Ein normaler Zuschauer würde jetzt denken, der Tomahawk Pain, der bedient sich jetzt einer kontroversen Überschrift für sein Video, um Klicks zu generieren. Aber das ist natürlich vollkommen falsch, weil der Tomahawk Pain möchte natürlich ja nur die wirklich interessierten Nutzer auf seine Videos locken, um sich ja dort deren Qualitäten anzueignen. Und weil ich jetzt mal aufhöre, so viel Scheiße zu erzählen, lege ich jetzt echt mal los. Also der Tomahawk Pain, der hat da ein bisschen was drum erzählt, so über das Rumgeheule von den ganzen YouTubern wegen den Abonnenten. Na, das liest man jetzt ja immer. Also, wenn ich mal auf Facebook gehe und ich habe da so ein paar YouTuber als Freunde, dann lese ich da, wieso hat mein Video noch so wenig Aufrufe? Ist doch schon 12 Minuten online und da ist noch gar kein Kommentar drauf. Scheiße, ihr seid so inaktiv. Was soll ich hier auf? Ja, das liest man dann da immer, ja? Und ganz ehrlich, das geht mir auch tierisch auf den Sack. Und ich habe mal im Internet ja nachgeschaut, wenn man jemanden abonniert, ja? Dann ist das ja praktisch ein Abonnement. Und was sagt Wikipedia beispielsweise zu dem Begriff Abonnement? Ich zitiere. Ein Abonnement, Abkürzung Abo, ist der regelmäßige Bezug einer Leistung, oftmals, ich wiederhole oftmals, gegen ein Entgelt. Ich auch. Der Bezieher der Leistung ist der Abonnent. In dem Fall du. Oder auch ich, weil ich habe ja auch Leute abonniert. Und hier in diesem Satz steht jetzt, oftmals gegen ein Entgelt. Für unsere Bezüge zählt das jetzt nicht, weil ein Abo auf YouTube ist ja noch erstmal kostenlos, ja. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn die alle so rumheulen, dann machst du dir jetzt mal Gedanken, Sky Gaming, was für Rechte und Pflichten hat denn so ein Abonnent? Hat der überhaupt welche? Wenn ja, welche? Und warum heulen die dann, falls nein, warum heulen dann alle rum? Weil, wenn dieses Abonnement kostenlos ist, ja, dann bin ich der Meinung, gut, klar, es gibt Auflagen, sage ich mal. Also es, oder was heißt Auflagen, ist das falsche Wort. Es gibt Sachen, die wünschenswert wären. Natürlich wäre es toll, wenn der Abonnent sich jedes Video reinzieht und sofort, boah, geil, ein Video, das ziehe ich mir jetzt aus Handy, gucke ich mir 12 Mal an am Tag, geil, zeige ich jeden, den ich auf der Straße begegne, geil, teilen, liken, sharen, favorisieren, kommentieren, geil. Ja, es ist aber natürlich nicht so. Beispielsweise, ich abonniere eine Zeitschrift. Ist ja alles schön und gut, kriege ich jede Woche, 4 Mal im Monat. Ja, und dann gucke ich da mal so rein und dann mal aber auch nicht, weil mich das irgendwie alles nicht interessiert. Ja, da stehen dann so ein paar Sachen drin. Ich abonniere was bei einer Autozeitschrift und da gucke ich dann so auf die Titelseite so ein bisschen, was so diese Woche alles drankommt. Ah, juckt mich alles nicht. Opel-Krise, schlag mich tot hier. VW bringt ein neues Fahrzeug raus. Ah, kenne ich alles schon. Habe ich alles schon im Internet gelesen. Interessiert mich nicht. Habe ich zwar bezahlt in dem Fall, ist ja blöd für mich, aber ich muss sie nicht lesen. Und auf YouTube bezogen ist es komplett anders. Man abonniert komplett freiwillig. Und das hat Tomahawk Pain auch gesagt. Und da stimme ich ihm zu 1000% zu. Der Abonnent ist König. Wenn er sich das scheiß Video angucken will, dann guckt er sich das an. Und falls nicht, dann nicht. Und wenn er sich das anguckt, dann kann er immer noch entscheiden, ob er das Video liked oder kommentiert.
Na, nur weil er sich das anschaut, muss er dann ja nicht zwangsweise irgendwie einen Kommentar schreiben oder liken, nur dass der YouTuber sich da hinsetzt vorm PC und schön. Drei Likes schon, drei Likes bei 7 Aufrufen, ist das geil! Weißt du, vollkommener Bullshit ist das. Und ich beispielsweise mache YouTube, weil es mir Bock macht. Ja, und ich habe jetzt schon eine, ja, für mich eine sehr, sehr beachtliche Größe erreicht. Wenn ich da so im Schnitt liege ich da irgendwo, sage ich mal, zwischen 300 und 400 Aufrufen pro Video. Man muss sich das mal reinziehen, 300 bis 400 Leute. Das ist jede Menge. Und ich bin froh über jeden, der sich das Video anguckt und das geil findet und mir einen Kommentar schreibt. Klar feiere ich das alles. Aber ich zwinge doch nicht irgendwie Leute unter Druck, weil es gibt ja wirklich Leute, die dessen unter Druck. Ja, ich überlege ernsthaft aufzuhören. Ihr schreibt so wenig Kommentare. Macht das überhaupt noch alles Sinn? Was denn da los, Leute? Alter, packt mal eure Vagina wieder in die Tasche. Ey, neue rosa Handtäschchen. Das ist noch nicht mehr normal. Also wenn man das aus Bock macht, ja, dann scheißt man doch darauf. Ich mach das, weil ich Bock habe. Kommentiere ich hier ein bisschen, quatschen, balö, balä, balele, ja. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Dann sage ich Ende aus, Mickey Maus, haut da rein, Hadelan, Peter Pan und dann bin ich weg. Ja, aber solange ich Bock habe, dann gebe ich da Vollgas und versuche euch ja praktisch mit jeder Ausgabe, wenn man das jetzt wieder auf ein Abonnent oder auf ein Abonnement zurückschrauben möchte, auf jede Ausgabe meiner Videos versuche ich euch neu davon zu überzeugen, dass dieses Abo, was ihr bei mir gelassen habt, dass das gerechtfertigt ist. Und jedes Mal muss ich darum neu kämpfen, dass ihr sagt, boah, der Sky Gaming, ja, boah, das ist ein geiler Typ, kann man sich angucken. Da kämpfe ich drum. Und viele vergessen das einfach meiner Meinung nach. Die chillen dann mit ihren Abos irgendwo und sagen, geil, jetzt habe ich eine Base. Jetzt kann ich ein bisschen Minecraft spielen, ist eh alles scheißegal. Hier mache ich eine Stunde am Tag, habe ich 4 Parts, ja, 4 Tage, läuft. Und auf einmal wundern sie sich, oh, keine Klicks mehr, was ist denn da los? Ja, würde ich mich dann mal fragen, warum? Wenn ich eine Zeitschrift, ja, über Seelöwen abonniere und auf einmal kommt dann nur noch eine Zeitschrift über Möwen, aber keine Seemöwen. Oder Löwen, ist ja scheißegal. Dann lese ich das doch nicht weiter oder dann gucke ich mir das doch nicht an. Und wenn man jemanden abonniert, der coole Commentaries macht und der macht dann irgendwann nur noch Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ja, um hier mal ein bisschen Rage reinzubringen, dann braucht man sich doch nicht wundern, warum man das Video nicht mehr guckt. Ich meine, das ist doch kompletter Dünnschiss, weil es heißt, im Arbeitsleben heißt es, der Kunde ist König in bestimmten Maßen. Hier auf YouTube ist es genauso. Der Abonnent ist König. Und der Abonnent bestimmt in gewissem Maße den Content. Klar, nicht zu 100%, aber er lenkt ihn in die Bahn. Und das kann man auch wirklich beeinflussen. Klar kann der YouTuber machen, was er will. Der kann sagen, hier, ich bin jetzt ein Rebell und ich habe angefangen mit Commentaries, aber ich mache jetzt nur noch, keine Ahnung was, Pokémon Let's Plays. Ja, kann er natürlich machen. Aber irgendwann wird er merken, dass die Klicks immer weiter sinken. Vielleicht kommen ein paar D-Abos ins Haus geflogen. Und dann wird er sich irgendwann schon überlegen, ob er weiterhin seine Pokémon-Let's Plays mit Sonderbonbons-Tricks macht oder mal wieder anfängt, Commentaries zu machen. Klar ist es anspruchsvoll. Und ich beispielsweise habe mir mein Ziel gesetzt, ich werde in Zukunft bestimmt mal irgendwas machen. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein Let's Play. Ich werde bestimmt mal irgendwie eine FIFA-Serie mal rausbringen, was auch immer. Aber ich habe mir geschworen, dass ich den Grad meiner Commentaries, für die ich momentan stehe, weil 90% meines Kanals bestehen aus Commentaries, würde ich mal sagen, und halt so abgewandelte Formen wie Infosachen und so ein Quatsch, werde ich nicht runterschrauben wollen, weil ihr wollt das doch von mir sehen. Und ihr sagt doch, ey, der Sky Gaming, der kann ein bisschen kommentieren, deswegen habe ich den abonniert und ich will den gucken. Und wenn ihr ein Let's Play sehen wollt, dann guckt ihr das von irgendwen, der besser Let's Playt als ich. Das nehme ich euch ja nicht krumm. Ich sag dann nicht, aber ihr müsst jetzt mein Winnie Pooh Let's Play gucken. Mit dem Emulator. Dann hör ich auf mit YouTube, da gibt's auch keine Commentaries mehr, ja. Das mache ich ja nicht. Und das finde ich einfach schade, dass da sehr, sehr viele YouTuber machen. Und der Tomahawk Payne hat mich da auf die Idee gebracht, dass ich das Video einfach mal mache. Und ich werde sein Video mit dem Begriff Scheiß-Abonnenten auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen. Da könnt ihr ja auch mal reinschauen und die Meinung dazu äußern. Und mich würde jetzt aber einfach mal interessieren, wie ihr auf jeden Fall zu dem Thema steht, ja. Was erwartet ihr als Zuschauer? Seid ihr auch da? Also klar seid ihr der Meinung, ihr seid ja Abonnent. Ihr habt keine Rechnung, keine Pflichten. Das ist logisch, aber wie findet ihr das und wie geht ihr mit diesen YouTubern um, die das alles einfach als selbstverständlich hinnehmen? Die denken, ein Abonnent ist jetzt irgendwer, der gezwungen wird, die Videos zu gucken. Na, dann sollen die doch mal ihr Geld abgeben an die Abonnenten. Na, dann sollen die doch mal 50 Cent abgeben, dass man das Video da guckt oder was. Nee, was. Ja, ist doch so. Also,
ich verstehe sowas nicht. Schreibt mir eure Meinung mal bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Und ansonsten endet das Gameplay hier jetzt auch. Wie gesagt, ein schönes glattes 60-0 geht's gleich aus. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwie, irgendwo und irgendwann nochmal wieder hören. Euer kommentierender Rebell Sky Gaming. Haut da rein, Leute.